Wir sind im Heideland 16 in Weding bei Flensburg, wo ich samstags offene Werkstatt habe zum Klönschnack. Von 10 bis 14 Uhr, 14.30 Uhr, je nachdem, wie wir uns festschnacken. Kann jeder vorbeikommen, der Fragen hat zu seinen Modellen, wenn er Probleme hat, kann er vorbeikommen, fragen. Und wir sind meistens immer mehrere hier und mehrere Leute, mehrere Ideen. Platte eingespannt, der Rahmen wird hochgefahren, die Platte wird eingespannt, dann wird die Hitze über die Platte gezogen. Die Heizelemente, das sind praktisch aus der Gastronomie, wie die Alligator irgendwie heißen, um das Essen warm zu halten. Und davon sind eben dementsprechend genug drin, dass die so 36 kW ziehen. Von 750 Watt in der Mitte und 450 Watt im Außen. Die Föhn in die äußersten Kanten warm gemacht, da die nicht so schnell durchziehen. Dann warten wir, bis das Plopp sagt. Dann gucken wir nach, bis wie dünn das Material schon ist. Und dementsprechend warten, bis es fast an gleich, überall gleich ist von der, ich sag mal, vom Wappeln. Und dann wird der Rahmen runtergemacht. Und wenn man richtig auf Spannung ist, dann wird die Luft weggenommen, da warten wir einen Moment, dann wird einmal wieder Luft gegengepustet zum Auskühlen, wieder gegengezogen, Moment gewartet, hochgefahren, rausgeklopft, Rumpf ist fertig gezogen. Angefangen habe ich damals bei meinem ehemaligen Chef 1997 und 2003 habe ich das übernommen. Also seitdem mache ich das eigentlich schon so mit dem Tiefziehen. Habe es immer mit meinem alten Chef gelernt und auch ein paar Tricks dabei gelernt. Die kniffligen Sachen sind, wenn man Rümpfe hat, die aus zwei Teilen, aus vier Teilen besteht. Weil man diese, man zieht einmal 3 mm das Vorderschiff und zieht mit 3 mm das Achterschiff. Und da muss man auch sehen, dass man das fast gleich liegen hat, damit die Stärken der Wände und des Bodens gleich sind, wenn man nachher den Rumpf zusammensetzt. Oder wenn man dickes Material hat, so richtig so 4-5 mm Material. Oder eben Acrylglas, Plexiglas tiefziehen. Bei Plexiglas, Acrylglas muss es frisches Material sein. Es darf kein eingelagertes Material sein, weil einfach ein Lager, was 2-3 Monate gelegen hat, hat Wasser gezogen. Als Plexiglas. Und wenn man es dann unter die Hitze packt, kann man sich ja vorstellen, entstehen Blasen. Hier ist das Plexiglas.
Ja, bist du nicht rausprobiert, das ist mittendrin im Material. Kannst du also entsorgen. Sonst verschiedene Materialien. PTG, PE, kannst ja alles tief ziehen. PT ist halt auch dem, die Colaflaschen sind. Ja. Hm? Habe ich was gezogen. Ja, muss man aber aufpassen. Es darf nicht zu heiß werden, weil dann schmilzt das Material weg. Also muss man schon mal ein bisschen aufpassen. Also das ist ein reines Fingerspitzengefühl, wie man was macht, weil ist ja nichts digital, das ist eine analoge Maschine. Das ist der absolute Beginn. Ja. Ne? Holz zusammenleimen, abprobeln, dann ja, spannend ausarbeiten. Wie gesagt, die Rumpfschalen. Da haben wir die ganze Leiste, wie beim Schuster. Dann den Holzkern hier rauf. Dann die Platte einspannen, erhitzen und dann lassen Vakuum ziehen. So wie ich es hier schon gesehen habe. Das sind so die ersten, die wir gemacht haben, weil die haben keinen Brückenaufbau. Hier für die Versorger, zum Teil in 1:50 die Rümpfe. Dann haben wir hier nochmal Hartschalenschlauchboot, Arbeitsboot und dann auch nochmal für Versorger. Hier oben nochmal Kriegsmarine. Schlauchboot. Poseidon. Ja, 1:50, 1:100. Dann hier die passenden Beifallboote, Marine, Arbeitsboote.